Ich suche die Ableitung dieser Funktion, und zwar grafisch und nicht rechnerisch. Die Funktion steigt an dieser Stelle, in diesem Bereich. Fällt die Funktion in diesem Bereich, steigt die Funktion. Genau hier ist die Funktion waagerecht und da unten ist die Funktion auch waagerecht. Das heißt, ich kann über die Ableitung, wenn ich hier die Ableitung suche, f' von x ist Fragezeichen. Ich kann über die Ableitung sagen, dass sie in dem Bereich, wo es steigt, positiv ist, in dem Bereich, wo sie fällt, negativ, dort, wo sie steigt, ist sie wieder positiv und genau hier, dort, an diesen Stellen muss die Ableitung 0 sein. Da gibt es ja keine Steigung. Und dann schaut es eigentlich schon so plus, minus, plus wie eine Parabel aus. Ich kann es mir auch noch ein bisschen genauer anschauen. Am steilsten bergab geht es ungefähr hier. Und wenn ich da so ein Steigungsdreieck nehme, ja, das ist dann so ziemlich übel bergab. Das ist hier ungefähr, also negativ, ja. 1, 2, 3, 4,5, Eintel, ja, so ganz grob, ist ja nur grafisch. Das heißt, ich bin hier unter minus 4. Und dann kann ich versuchen, die zu skizzieren. Also hier ist dann der tiefste Punkt, das negativste, steilsten bergab. Es muss durch die zwei Nullstellen gehen. Ja, ich muss irgendwie eine symmetrische Parabel hinkriegen. Das ist eine Skizze. So. Die Symmetrie der Parabel gefällt mir noch nicht, aber es gibt hier irgendwo einen Radierer. Genau. Gut. Hier beim Scheitel am steilsten und diese Punkte müssen ungefähr immer so senkrecht übereinander sein. Nullstelle, Nullstelle, das ist hier die f' von x.